Zeit ist die Zeit des Aufbruchs in der Natur. Ein Blick in das zarte Grün und in die Farben der Blumen, das macht einfach glücklich. Und doch ist dieses Jahr vieles anders. Ich fühle mich seltsam ausgebremst. Keine Spur von Durchstarten und Aufbrechen. Geht Ihnen das auch so? Bewährte Strukturen, die wir so haben, sind zusammengebrochen. Liebgewonnenes können wir nicht mehr tun. Manche Menschen haben Zeit in Hülle und Fülle und andere haben Herausforderungen und Doppellasten zu tragen, unter denen sie schier zusammenbrechen. Doch eines haben alle gemeinsam, nämlich, dass sie Gewohntes überdenken müssen. Ich will heute mit Ihnen ein paar Gedanken über Herausforderungen teilen. In Lukas 8, da steht eine Geschichte über einen Sämann, der Samen ausstreut. Und vielleicht haben Sie zu Hause einen Balkon oder einen Garten. Auf jeden Fall haben Sie eine Fensterbank, auf der theoretisch wenigstens etwas wachsen könnte. Und vielleicht haben Sie ja auch schon Samen ausgestreut oder schon etwas gepflanzt. Dieser Sämann in dem Gleichnis, der macht das auf eine ganz kuriose Art und Weise. Er nimmt nämlich die Samen und egal wo er steht, er streut sie großzügig aus. Was soll uns dieses Gleichnis sagen? Dieser Sämann, der streut diese Samen auf einen Weg. Er streut diese Samen auf Steine, unter Büsche, wo Dornen wachsen, und er streut diese Samen auch auf normale Erde. Was passiert? Wo diese Samen auf einen Weg treffen, da werden sie zertrampelt oder Vögel picken sie auf. Bei dem Stein ist es so, dass diese Samen vielleicht kurz aufkeimen, weil es geregnet hat, aber schnell verdorren, weil die Wurzeln sich nirgends festhalten können. Bei den Dornen ist es so, da ist Erde und da kann auch eine Pflanze wachsen, aber das Unkraut und die Dornen, die wachsen viel schneller als diese kleine Pflanze und sie verkümmert und schließlich geht sie ein. Sie wissen schon, wie es ist mit dem Samen, der auf die Erde trifft. Da kann eine starke, gesunde Pflanze heranwachsen. Dieser Same, das ist ein Bild für das Wort Gottes. Das Wort Gottes soll alle Menschen erreichen. Doch wir Menschen sind unterschiedlich und wir Menschen hören auch ganz unterschiedlich. Kommen wir zurück zu dem Samen auf dem Weg. Das sind Menschen, die das Wort Gottes hören, aber es sie nicht wirklich berührt. Es prallt an ihnen ab und sie gehen einfach weiter. Es passiert nichts. Bei dem Samen, der auf dem Stein trifft, das sind die Menschen, die das hören und es keimt was auf, sie hören das und sind interessiert daran, aber kurz darauf kommt ein neues Thema im Leben auf und das sie vielleicht interessanter finden und dann gehen sie einfach weiter. Auch da passiert nichts. Wie ist es mit dem Samen, der da unter die Dornen geworfen wird? Da wächst ja eine Pflanze heran. Diese Dornen, die sind ein Bild, ja, da wird explizit gesagt, für die Lasten dieser Welt. Die Menschen hören das Wort Gottes, es begeistert sie, es passiert was, ein Pflänzchen wächst heran. Vielleicht gehen diese Menschen in Gottesdienst, sie lesen im Wort Gottes, aber dann trifft sie die Wucht der Welt. Und die Sorgen und Herausforderungen wachsen über sie hinaus. Und auch die Zweifel werden immer größer als diese zarte Pflanze Glaube. Und schließlich ist ihr Blick nur noch zugewandt diesen Sorgen und Herausforderungen und sie wenden sich ab. Ja, und dann sind die Menschen, wo dieses Wort Gottes aufkeimt, wo es sie anspricht und die diesen Glauben ja auch hegen und pflegen und wo eine starke Beziehung zu Gott wachsen kann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen die letzten Wochen gegangen ist und welche Sorgen Sie haben oder welchen Herausforderungen Sie begegnen. Doch ich möchte Ihnen zusprechen, dass Sie diese Sorgen und Herausforderungen nicht alleine tragen müssen. Teilen Sie diese Sorgen und teilen Sie sie zuallererst mit Gott, damit er sich darum kümmern kann.
werft alle Sorge dieser Welt auf mich, denn ich sorge für euch. So steht es im Wort. Erfülltes Leben kann gelingen, wenn wir Gott ernst nehmen. Bewegen Sie Ihre Herausforderungen, Ihre Sorgen und Ihre Fragen mit Gott. Bleiben Sie dran und seien Sie geduldig. Und seien Sie gespannt und freuen Sie sich darauf, was Gott in Ihrem Leben wachsen und gedeihen lässt.